Ich bin Michael Fährmann von der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen und ich zeige heute, wie man eine Hui-Maschine baut. Für die Hui-Maschine braucht ihr einen quadratischen Holzstab, ein rechteckiges Holzblättchen und eine Schraube. Als Werkzeug brauchen wir einen Bleistift, ein Lineal, eine Vierkantfeile, Schmirgelpapier, einen Bohrer und einen Schraubendreher. Als ersten Schritt müsst ihr auf die quadratische Holzleiste 10 Markierungen anbringen im Abstand von 1 cm. Anschließend spannt ihr die Holzleiste in den Schraubstock, feilt mit der Vierkantfeile die Kerben rein, ca. 1,5 cm tief, und schleift diese Kerben anschließend mit dem Schleifpapier etwas glatt. Nun nehmt ihr das rechteckige Holzblättchen und zeichnet auf diesem genau die Mitte an. Anschließend bohrt ihr mit einem Bohrer, der etwas größer ist als die verwendete Schraube, ein Loch in die Mitte von dem Blättchen. Dann wird das rechteckige Holzblättchen mit der Schraube und dem Schraubendreher in die quadratische Holzleiste stirnseitig reingeschraubt. Achtet bitte darauf, dass das rechteckige Holzblättchen genug Spiel hat zum sich drehen. Wenn ihr jetzt mit dem Bleistift über die Kerben fahrt, passiert erstmal nichts. Aber es gibt einen kleinen Trick dabei. Wenn ihr euren Daumen oberhalb des Bleistifts an den Holzstab drückt, dann dreht sich der Propeller von euch aus rechts herum. Und wenn ihr euren Daumen unterhalb des Bleistifts an den Holzstab drückt, dann dreht sich der Propeller von euch aus links herum.